Hallo Leute, es geht wieder weiter mit Let's Play Prince of Persia und wir sind gerade bei Oriman oder wer auch immer dieser Typ da ist, der uns da hier anglotzt. Schnell, das nächste Heiligtum! Achso, jetzt verstehe ich das ein bisschen was. So, da kommt irgend so ein komisches Zeugs drauf und das Teil unterstützt mich von dem Zeugs. Aber er kann auch schlagen, wenn wir nicht weitergehen. Gut. Jetzt muss ich zu den Teichen da hingehen, was mich hinten trifft. Das Weg ist einfach weitergehen. Weil er sonst falsch wird. Alles, was du willst. Nee, ich glaube, das ist der mutierte Vater. Ich werde deinem Vater seinen Platz weisen. Nein, das ist Oriman. Weil sonst würde ich nicht sagen, deinem Vater. Oh nein! Gut, wir sollten das schaffen, ohne runterzufallen. Warum geht das nicht so schön? Das wäre schön. Soll ich mal viel schneller sein, so ein bisschen mehr so gut erreichen. Muss ich das Tatten aktivieren. Schnell. So, ist es ein bisschen schwächer geworden oder was? Was jetzt? Ormast, gib mir die Kraft! Achtung! Ja, ja. Wow, schneller, schneller, schneller. Gib mir die Kraft! Der dich unterstützen würde. Alles, was du willst! Audi! Ich hab euch! So ist man abgeworfen. Du kriegst zurück in dein Loch, Ahriman! Das Licht wird nicht ausgehen! Geh aber weiter! Warum? Ich glaube, das nach rechts gedrückt noch mehr ist da. Komm! Warum jedes Mal?
kann das sehen? Genau, der ist in der Stelle. Okay, so zweimal Handpulver gemacht, okay. So springt das nächste Mal nicht. So. Ich gehe nicht mehr so schnell vorwärts. Ich glaube, jetzt einfach mal ganz langsam diesen Drang drauf. Ich muss warten. Erwischt mich auch so nicht. Muss ich dringend schnell kloppen. Gehen wir hier unter den Ecken. Hier rüber. Hier oben. Fuck! Ich muss zuerst ein bisschen nach rechts gehen, dann kann ich es hoch. Das ich vorher eben gemacht habe, automatisch ist nicht mehr alles. Komm schon, irgendwann schaffe ich es. Knapp. So. Jetzt hier rüber. Bis nach rechts und dann hoch. Jetzt einfach nochmal nach rechts laufen, ohne schneller werden. So, und jetzt bin ich wieder bei dem Ort. Dankeschön. Keine Rast. Es geht trotzdem schnell. Kann ich alles mal wiederholen. Tausend Jahre Unrecht! Geht weiter! Mir hier inzwischen speichert. Du verdammst dein Volk! Wo ist sie hin? Einfach Megapunkt. Irgendwie muss ich da wieder zurück. Das heißt, es könnte noch ein Weilchen dauern hier. Warum bekämpfst du mich? Weil du mein Vater bist. Gib mir die Kraft! Elika! Oh! War ein bisschen knapp. Der sollte dann so oben sein, was gerade vor mir ist.
will einfach nicht sterben. In die Fresse. Ah, jetzt stirbst du, Gott, oh, endlich mal. Und es gibt's auch so Lags. Geschafft! Elika, geschafft! Elika? Verzeih! Nein! Sie geht sterben! Indem sie die Welt rettet. Ich weiß, wo wir sie hinbringen müssen. Wahrscheinlich. Hm, da zum Baum. Nee, kommen wir die Treppe hoch. Komm schon, ein bisschen schneller könntest du schon gehen. Ich finde es vielleicht gerade ein dramatischer Moment ist. Hier sind wir vorher die ganze Zeit rumgekackert. Hier waren wir, glaube ich, ganz am Anfang. Da müssen wir Schalter hier aktivieren. Was, das war's? Einfach so? Ich kann noch nicht längst da durchgucken. Hab das Gefühl, da hinten hätte man jetzt irgendwas gesehen. Finde ich jetzt nicht so passend. Aber naja, das Spiel hat etwas wirklich mit diesem Game. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Es ist ein witziges Jump'n'Run. Mit auch die Kämpfe sind ein bisschen mehr taktisch als einfach nur Button Smashing, obwohl nach einer Weile muss einfach kontern. Wenn man kontern kann, dann ist es ein sehr einfach. Ah ja, und das Glück Time Events muss man auch noch können. Wenn man das kann, dann ist es recht einfach. Und ja, letzte Bossfrage ist eigentlich auch sehr interessant. Einfach durchgehen, diese Platten aktivieren und am Ende einfach von innen wieder auflösen und so. Es ist einfach so ein mehr Jump'n'Run, mehr Geschicklichkeit Spiel, weniger Kampf. Aber sonst ist es eigentlich gut. Zum Glück muss man nicht alle von diesen Lichtkeimen sammeln, weil das wäre ein bisschen, ja, mühsam gewesen. Ich habe jetzt ein paar Gebiete komplettiert, aber nicht alle. Einfach so mal ein paar mal zu gucken, ob man da einfach findet oder nicht. Das ging ja eigentlich, aber es hätte einfach ein bisschen ziemlich wahrscheinlich rausgezögert. Sonst, ja, sollte ich sonst noch so groß sagen. Ja, okay, was ich noch frage, ist vielleicht noch, wenn man alle Lichtkeime gehabt hätte, dann gibt man ihr sozusagen die Kraft, mehr Kraft. Würde sie dann hier noch leben oder wäre sie dann auch tot? Oder macht es irgendeinen Unterschied, wenn man alle Lichtkeime hat? Und diese Bäume da draußen, haben die auch irgendwas zu tun oder waren die einfach zur Dekoration? Es sind noch ein paar Fragen offen, aber ja. Sonst ist es eigentlich ein recht gutes Spiel. Es ist schon eher älter, aber eigentlich finde ich von der Grafik her recht gut für dieses
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt das ist, aber... Ja... Ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Ich kann ja mal kurz nachgucken, wann das ist. Prince of Persia... Game... Prince of Persia... Da... Ist das das? Nein, das ist das ganz alte, oder? Prince of Persia 3D ist es nicht. Prince of Persia Sand of Time müsste es auch sein. Battles Prince of Persia Warrior Within, The Two Thrones. Das könnte sein. Ach, ich habe das Logo aufgemacht. Ah, es ist so neu. Kann es sein, dass es das ist? Hat es nicht irgendeinen besseren Namen? Doch, das ist es. Also es ist von 2008. Also ist es eigentlich schon recht neu. Ich dachte, das wäre jetzt von 2005 oder so. Naja. Gut, dann verstehe ich es mit der Grafik. Die war ja dann schon so. Ja. Das heißt einfach Prince of Persia. Ich dachte, das wäre ein bisschen älter. Aber... Ja. Es gibt ein Add-on. Neues Level, neue Kraft und neue Attacke. Und das wäre das Ende nachdem, weil es ein offenes Ende ist. Okay, es ist wirklich ein offenes Ende, aber ich habe das Gefühl, dass man hier links jetzt noch irgendwas sehen würde. Und das sehen wir jetzt einfach nicht. Es könnte ein bisschen schneller gehen hier. So. Nee, dass man noch nicht durchlaufen kann. Ja. Gucken, ob es was nützt, wenn ich hier durchgehe. Das heißt offenes Ende, das heißt. Könnte noch was passieren. Das ist Zeit. Ich erinnere mich an irgendwas, aber ich weiß gerade nicht was. Wo gehen wir eigentlich jetzt hin? Sehen wir es den Esel? Finden wir den Esel? Hey, sieht doch hier schon viel schöner aus als vorher. Und das vorhin schien wirklich Omas gewesen zu sein. Nicht Omas, Omas ist ja der gute Ariman gewesen zu sein. Ach, dieses Spiel ist ab 12. Warum ist es eigentlich ab 12? Naja, gut. Ja. Nein. Bin ich zu sicher, weshalb. Ah, der Part ist schon ein bisschen länger geworden. Eben da haben wir die Bäume, die wieder leuchten. Und ich wusste, dass wir sie hier hinlegen werden. Es müsste doch irgendwas passieren. Ist das ein Erdbeben oder was? Sein Vater hat ihr das Leben gerettet, kann das sein? Und doch ist sie zur bösen Seite gekommen. Es wurde gesagt, er hat ihr das Leben gerettet, aber es noch wieder zerstört. Zu der Zeit, wo sie wieder gelebt hat. Diese Bäume. Was ist mit denen auf sie? Genau diese Bäume meine. Haben die angefangen zu blühen, nachdem man ein Gebiet komplett abgeschlossen hat. Aber irgendwas hat das mit den Bäumen auf sich, weil sonst würde es jetzt nicht zu den Bäumen hingehen.
Ich guck mal kurz und geh mal zum Baum. Also jetzt kann ich das nichts mehr machen. Hier sehen wir, alles leuchtet. Warte mal, kann es sein, dass da gerade alles aus hell blau leuchtet, heißt komplett abgeschlossen? Nicht? Nein, was ist das? So, wenn ich jetzt mit einem dieser Bäume gehe, zum Beispiel dem dort. Ich hab keine Karte mehr. Er schüttelt den Kopf, wenn ich das spazieren will. Ich kann einfach noch springen. Ein leuchtender Stern für August. Ist er hier, um das Opfer zu bringen? Oder lässt er seine Anhänger? Hier kommen wir nicht hoch. An seiner Stelle. Es ist nicht deine Wahl. Es ist nicht deine Wahl. Oder passiert das Ziel beim Wagen? Ich kann das Gebiet wieder schlecht machen und Ariman so retten und damit ihr das Leben retten oder was? Das werde ich halt noch kurz machen, der Part wird eben noch ein bisschen länger. Ja, ich sage gerade nicht viel, dass ich das hören kann. Ist sie schon längst vergessen? Das Licht brennt. Das Dunkel lindert Mein war die Gefangenschaft. Mein war der Schmerz. Es ist nicht deine Wahl. Es ist nicht deine Wahl. Fürcht mich, sie brannte so hell. Ein leuchtender Stern für August. Ist er hier, um das Opfer zu bringen? Oder lässt er seine Anhänger für sich sterben? An seiner Stelle. Sie ist tot. Auf ewig tot. Aber ich werde frei sein. Ich werde frei sein. Und was noch dann mit dem Licht? Ariman wird frei sein, oder was die ganze Zeit? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gleich zu Ende ist oder jetzt irgendwie was Großes kommt oder so. Ein bisschen. Ja. Weil, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, neuen Part, weil wenn der neue Part jetzt zum Beispiel 6 Minuten wäre, dann würde es sich gar nicht lohnen. Und falls es extrem lange dauert jetzt dort, dann ist es irgendwie blöd, wenn ich das alles in einem Part habe. Ja. Gehen wir mal zu mir oder. Da ist wieder offen. Jetzt kann ich den Baum da in der Mitte auch noch zerstören oder was? So, auch immer und sagt irgendwas von Freiser. Ich kann dein Anfang sein. Oder dein Ende. Du suchst Gerechtigkeit. Dann verwandle auch. Befrei mich! Das Morgengrauen bringt den Schmerz.
Die Nacht bringt die Träume. Muss ich jetzt einfach diesen Baum hier zerstören oder muss ich jetzt zu anderen Gebieten wechseln? Achso, ich gebe Iris sozusagen das Leben wieder zurück. Durch das. Wenn sie ja ihr Leben da hier reingesteckt hat, ist es ja das nur ihr Leben. So könnte ich sie zurückgeben oder was? Es wird irgendwie noch ein bisschen mystisch, dieses Spiel. Meine klar. Er liebt sie wahrscheinlich und deshalb macht er alles für sie und so weiter und so fort, aber ruinierst du damit nicht wieder alles? Hm. Ja, ich weiß ja nicht. Jetzt beginnt nun alles wieder von vorne. Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Was ist schon ein Sandkorn im Sturm? Sind es die wahren Credits? Also ja, ich verstehe nicht so ganz, was das jetzt gerade war. Also, ein offenes Ende, da muss ich zustimmen, das ist ein offenes Ende. Verdammt offenes Ende. Er rettet sie einfach und zerstört wieder alles, was sie gerade vorher die ganze Zeit gemacht hat. Naja, gut, meine Vorsicht habe ich schon gegeben, also ist das eigentlich alles gut. Und hier wird das Let's Play wohl zu Ende sein. Konnte mir gerade wahrscheinlich hören, aber ja. Das ist Let's Play zu Ende und ich hoffe, ihr guckt auch was anderes noch von mir an. Und danke, dass ihr bis hierhin verfolgt habt. Und ja, bis irgendwann mal oder so. Ciao!